So, meine Freunde, Part 38? Ja, 38. Wir sind nicht stehen geblieben und dadurch, dass Bell wahrscheinlich so sehr höchstwahrscheinlich in diese Richtung da gehen will, gehen wir mal kurz hier runter und gucken, was die 4 für uns hat. Oder was sie überhaupt für uns... Oh, eine Gitarristin, die nehmen wir gerade mal durch, so richtig, so mit ganz vielen Noten und so. Das ist mein Einsatz! Boom! Das kriegen wir hin, das klappt schon. Luftgitarren-Einsatz, laut Leute! Boom, 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 Headbang, Zebritz, kriegen wir hin! Feuer Elektro, gegen Boden, vierfache Effektivität, plus Step, STAB, nice! Und wir sind gar ganz nett, Dampfwalze! Wow, Nitro-Ladung, macht aber bestimmt nicht viel Schaden. Das sag ich doch, aber die Initiative steigt, das ist nicht so nice, aber ma, geht schon. Geht schon, geht schon. Oh, sind wir nicht mal One-Hit. Kannst du eine Initiative sinkt wieder. Ha. Gewissheit geben wir ihm noch einmal. Dann wird der Stamm fallen. Und wir schrecken zurück. Ich sag doch, ich sollte wetten gehen. Und wir schrecken zurück. Oder auch nicht. Das war's dann endlich mit diesem Zebritz. Gut gerettet, ey. Wow, Coco ist hier ziemlich angeschlagen, ey. Aber wir brauchen das Training. Level 32 für Electram. So. Ich glaube, das war ein Fehler, den da so hinzumachen, oder? Ja, das war ein Fehler. Scheiße. Okay, merke ich mir fürs nächste Mal. Da hoch. Und da wieder runter. So, und da sind wir schon wieder. Ich war natürlich nicht weg. Aber ich habe hier einen Fehler gemacht und ich muss das so machen. Dann kann ich mich auch healen. Wow. Mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist der erste Kampf, die deine Lieblinge zu dritt austragen. Danke für die Vorwarnung auf den Dreierkampf. Was? Irma Linda, Bisberg, Rockheimer und was habe ich nicht lesen können? Kastarur, das kriegen wir hin. Hoffe ich mal. Aber unser Quoco Boss ist ziemlich angeschlagen, das ist nicht so geil. Bam! Ah, Spiegelsalve. Tja, guter Wechsel. Vergeltung gibt jetzt doppelten Schaden. War das jetzt waren sehr effektiv. Eisenstachel macht ein bisschen Schaden, okay. So, Nummer 1 ist besiegt. So, jetzt kommt Nummer 2. Nein, das wollte ich doch gar nicht machen. Doppeltes, dreifaches, richtig beschissenes Fuck. Das wollte ich überhaupt nicht machen. Ich wollte eigentlich das da machen. Ja, bitte dreh noch ein bisschen öfter. Knirsche, macht bestimmt nicht viel Schaden, oder? Ja. Vergeltung, sehr effektiv. Plus, Scheißdreck von wegen. Doppelt so effektiv. One-Hit Nummer 2. Leider nur 2 One-Hits, weil ich eben Tiere scheiße gebaut habe. Und... ja. Ja, bitte bekomm einfach das Dreifache oder so, was die anderen bekommen haben, ey. Noch einmal, Vergeltung! Und dann jetzt nochmal Kraftschub ein, das war ein Fehler. Das war ein Riesenfehler. Unser, Bonzo... unser Bonzo ist ziemlich schlecht drauf. Und er vergeltet gerne. Wow, hat aber eine Menge Schaden gemacht, ernsthaft. Ja, das war's dann aber auch schon mit dem. So, Dreierkampf gewonnen! Und Level 33 für Electro Bam.
Ich werde es wahrscheinlich einfach so machen. Nach dem Part trainiere ich offscreen so ein klein wenig, dass die dann halt schon so ein angemessenes Level haben. Und dass es auch wirklich ein bisschen was bringt, weil so, wenn ich hier die ganze Zeit so rumlaufe, dann... Keine Ahnung. Macht ja nicht so viel Sinn, wenn ich hier dann die ganze Zeit voll unterlevelt bin. Nein, ich will nicht overlevelt sein, aber ich möchte nicht unterlevelt sein. Ja, nochmal. Da haben wir doch ein Elektrojuwel. Brauchen wir es ja nicht, aber ich scheiß mal drauf. Dann haben wir... Wow, da ist wieder so ein Scheißteil. Und da ist ein Funkelstein. Funkelstein war doch... Wow. Ich habe gerade ein Item gefunden, das eine Fundchance von 5% hat. Tatsache, Funkelstein, geil. 5%ige Fundchancen, wir finden das. Leute, ihr bringt mir Glück, das finde ich nice. Ich glaube, ich spiele nur noch, wenn ihr euch zuguckt. Und wir heilen unser Bonzug gerade hoch. Und unser Crocoboss auch noch. So. So, Leute, dann geht's jetzt mal. Ich schäme wieder nach da zu dem. Der Wunderer kommt mit einem Leo. Waldmannsheil oder sollte ich besser Höhlenmannsheil sagen? So, jetzt wollen wir beide unsere Pokémon draußen kämpfen. Okay. Okay, ist ja gut, aber bitte nicht schlagen. Bitte nicht schlagen. Nein, bitte nicht. Nein. Und er hat zwei Pokémon, die nennen sich Onyx. Kriegen wir sehr gediegen mit Schaufler. So, komm, Schaufler, komm schon, Schaufler, Schaufler, Schaufler. Bedroht von Crocker Boss. Schaufler, ihn hieß der Face, ihn da so richtig. Zieh ihn, dieser Stein hat er voll zu Boden. Schaufler, boom. Wow, nicht mein One-Hit. Ernsthaft. Feuer oder Hart. Und Paralyse. Dampfwalze. Das ist natürlich nicht sehr nice. Aber egal. Kriegen es hin. Paralyse macht ja zum Glück nichts an den Werten, also nichts an den Angriffswerten und an der Initiative. Und ein Sedimantur, das kriegt unser Happy hin. Und ich vertraue unserem Happy jetzt einfach. Unser Happy kriegt das doch hin. Ja, unser Happy kriegt das doch hin. Natürlich bekommt Happy das hin und Happy bekommt das hin. Yo happy, yo happy, go 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 happy, yo happy, geil. Nice, richtig geil, Happy, ich bin stolz auf dich. Boom, Katapult. Nein, so kommst du nicht an mir vorbei. Und jetzt kommt nochmal einmal. Naruto-like so, boom! Rasengeek von Neji, wenn er heißt, ja, Neji heißt er. Rasengeek, immer mit dem geilsten Spiel, wenn er so, wenn er so anfängt zu schreien, so, Rasengeek, und dann nicht immer so scheiße, was mit dem los. Auf jeden Fall, war es jetzt auch mit dem anderen, so. Und hier habe ich noch einen Ast-Trainer gesehen, den nehmen wir auch nochmal. Die Taktik, die ich mir nach eingehoben der Recherche am PC gewählt habe, ist einfach nur wasserdicht. Du sagst, sie ist wasserdicht, ich sag, sie ist wasserundicht. Leider habe ich jetzt kein Wasser-Pokémon vorne, sonst hätte der Spruch Sinn gemacht, aber egal. Flapterix will auch haben wollen. So, was macht denn Gewissheit für einen Schaden? Akrobatik, natürlich, ey. Akrobatik ist eine richtig miese Attacke, die ich unserem Aero Number One bald beibringen will. Okay, Gestein, vielleicht brauche ich eine Eisattacke, haben wir nicht. Deswegen gehen wir jetzt auf Bonzo! Weil er Wasserattacken hat. Aquawelle in his face. Dürfte eigentlich ganz guten Schaden machen, würde ich so einschätzen. Passt. Sehr effektiv und macht ein One. Das ist Monet. Das ist ein One-Hit, Leute! Geil! So, als nächstes kommt ein Elektro-Attack. Elevoltec ist richtig hammermäßig. Elevoltec geht richtig mies ab. Ich kann es nur empfehlen. Und durch Pokémon Battle Revolution habe ich mir einen Magbrand und einen Elevoltec auf Level 50 mit geilen Werten einfach mal so auf
meine Pokémon Perle Edition, die ich für Nintendo S noch habe, raufgeschmissen. Das ist richtig geil. Gibt's einfach so einen Code ein, den du auf PokéWiki findest. Und dann wird es einfach so über drahtlos rüber so auf DS geladen und dann BOOM! Richtig geil eigentlich. Schaffle. Sehr effektiv. Und kein One-Hit. Und jetzt Kraftwelle ist mir schneller. Wow, Electric ist schneller als wir. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir sehr nicht. Aber, boom. Electric wurde auch besiegt. Oh, Electric. Level 33 für Happy. Gefällt mir sehr gut. Rapidschuss. Was ist Rapidschuss? Kenne ich nicht. Rapidschuss. Eine Kampfattacke. Macht Schutzanwender und Mitstreiter vor gegnerischen Erstschlagattacken. Geht bei mir. Ja, bringt mir nichts. Nein, ich möchte nicht, dass er Rapidschutz erlernt. Dankeschön. Asrena, Luitpold, irgendwie sowas. Ah, hier haben wir noch ein Item, das ist Donnerstein. Nice. Wenn wir jetzt einen Zappler Dean finden würden, könnten wir es trainieren und dann wäre das geil. Aber das Glück wird uns nicht vergönnt sein. Wir gehen wieder auf den Weg, gehen wieder hier hoch. Heilen uns wieder auf. Wobei, nein, nein. Das müssen wir nicht tun. Das, Leute, das müssen wir nicht tun. Weil wir das ziemlich einfach so machen. Wir rennen hier zurück. Wir haben ja eh den Schutz an, deswegen macht das jetzt gerade nichts. Schutz wirkt nicht mehr, ja. Leute, wir haben gerade davon geredet. Hihi. Habe ich hier, hat gerade noch 3 Top-Schutz gehabt. Genau, hier Top-Schutz 3 Stück. Ich weiß ja nicht, warum ich hier habe. Die habe ich, glaube ich, immer mal gefunden. Und ja. Dann du da. Ich mache dein Team wieder topfit. Völlig. Völlig geil. So, Leute, da bin ich ja schon wieder und wir haben geheilt und drehen jetzt wieder hoch. Und mal sehen, was sie uns jetzt hier zu sagen hat. Professor Escher hat mich gebeten, das Ökosystem der Zappladin zu erforschen. Es gibt aber nicht so viele davon und besonders stark sind sie auch nicht. Jetzt habe ich auch eins davon gesehen. Ich hätte mir richtig gesagt, dass ich nicht schauen konnte. Astrene. Ich glaube, ich muss ich einen Zappladin jetzt bringen. Ich guck einfach mal. Vielleicht finde ich einen Zappladin und bring's ja dann. Mal sehen, vielleicht. Ah nee, kann ich ja gar nicht springen. Mein Team ist ja voll. Ha! Gelitten. Galappa. Fluff. Fu! Fu! Dickes Fu! Dickes Fu! Ganz dickes Fu. Schaffle! Gut, dass ich geschaufelt habe. Scheiße! Scheiße! Das sieht jetzt doppelt so viel ab, bis ich One. Boah, gerade so, gerade so, Leute, gerade so, Dampfwalze, komm. Gerade so, Leute, gerade so. Unser Quarkor-Boss ist hier ganz schön im Arsch, ey. Und als nächstes kommt auch ein. Aber gegen Magma könnten wir es hinbekommen, wenn wir Glück haben. Wobei, bevor es dann am Ende noch schneller ist als wir, pumpe ich gerade mal den mal was rein, ey. So. Funkenflug, ja, macht bestimmt ein bisschen Schaden. Ein bisschen viel Schaden, gut, dann hoffe ich einfach, dass Schaufler was bringt. Aber nein, Magma ist natürlich schneller. Sorry, Quarko, hat nicht geklappt. Dann darf Bonzo hier ran. Los, Bonzo. Und weil du es bist, gehst langsam an mit einer Aquavelle. Und ist viel schnell. Das ist lame. Das ist richtig lame, dass es schnell ist. Aber wir treffen trotzdem. Sehr nice. Ach, und dann nicht mal ein One-Hit. Funkenflug macht doch eh keinen Schaden bei uns. Mann. Ja, Schlitzer, trifft. Und das war's dann mit Magma. Magma wurde besiegt, finde ich nice. Elektrowende 34. Elektroball, endlich. Auf die Attacke habe ich schon gewartet gehabt. Elektroball, wie viel hat das? Hat je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist. Ich hab zwar keine Ahnung, was dieses Vieh für eine Initiative hat, aber mir egal.
Ich hoffe eine gute, sonst muss ich in die Initiative boosten. So Leute, aber das war's dann auch schon für diesen Part. Wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann, euer K mit dem O mit dem H.